Ja, die Meilensteine der Landtechnik sind eine wirklich tolle Auszeichnung für jeden Landtechnikhersteller. Bereits vor 2 Jahren auf der Agritechnica wurde Querneland, hier federführend Vicon, mit dem Meilenstein der Landtechnik ausgezeichnet bei den Mähwerken. Was hat sich seither dort getan in diesem Bereich? Ja, seit der letzten Agritechnica hat sich natürlich sehr viel getan bei unseren Mähwerken. Wir haben eine komplett neue Baureihe, die Extra 300 Baureihe, herausgebracht. Und was natürlich das absolute Highlight auf dieser Messe ist, ist unser neues Frontscheibenmähwerk Extra 332 XF FlexiSwat mit einer aktiv angetriebenen, variablen, einstellbaren Schwattbreite. Eine einstellbare Schwattbreite, was bringt das dem Landwirt? Welche Kunden sprechen Sie damit an? Ja, es bringt natürlich dem Landwirt eine Variabilität, wo er das Mähwerk einsetzen kann. A, einmal bei seinen Schlepperbreiten oder Spurbreiten des Schleppers und B, auch bei den Maschinen, die hinter ihm liegen. Und er ist so, oder hinter ihm fahren, letztendlich von 1 Meter Schwartbreite bis zu 1,30 Meter kann er es einstellen, werkzeuglos, oder auch eine Breitablage machen für eine schnellere Trocknung von 2,20 Meter. Werkzeuglose Einstellung, können Sie hier vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Ja, wir haben Schnellverschlüsse und natürlich eine innenliegende Schnecke, damit muss ich erst einmal anfangen. Und hinten sind Leitbleche, die wir über Schnellverschlüsse in 3 Positionen verstellen können, dann entsprechend mit Schnellverschlüssen, so dass er kein Werkzeug benötigt und dass dies dann auf dem Acker oder auf dem Feld entsprechend relativ zügig auf die Gegebenheiten einstellen kann. Ja, Querneland ist ja bei den Anbaugeräten nahezu Vollsortimenter. Wir schauen nochmal in den Bereich Drilltechnik, was Querneland hier auf dem Stand den Kunden präsentiert. Ja, wenn ich an pneumatische Drilltechnik denke, dann lande ich sofort bei Querneland Accord. Wir stehen jetzt hier vor der U-Drill, der absoluten Profimaschine. Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Wir von der Querneland Group haben in diesem Jahr vom Deutschen Landwirtschaftsverlag den Meilenstein der Landtechnik für die pneumatische Sätechnik bekommen, denn wir sind der Erfinder der pneumatischen Sätechnik. Wir stehen hier vor einer pneumatischen Drillkombination der Querneland U-Drill. Eine absolute Profimaschine, mit der wir sowohl in der konservierenden Bodenbearbeitung als auch nach dem Flug oder sogar in der Grünlandaussaat mit einem einzigartigen Bedienkonzept eine höchste Flächenleistung erzielen können. Ja, Sie haben das Thema Bedienung angesprochen. Isobus ist in aller Munde. Was kann die U-Drill? Ja, Querneland bezeichnet sich immer als Isobus Company. Wir sind die Isobus Company und natürlich ist auch diese Sämaschine voll Isobus-fähig. Das heißt, alle Funktionen, alle Steuerungen können komplett über das Isobus-Terminal, das traktoreigene Isobus-Terminal oder unser Isomatch Tellus gesteuert werden. Angefangen von der Arbeitstiefe der Scheibenegge über die Sätiefe, was alles zentral einstellbar ist von der Traktorkabine aus, bis hin zum Dosiervorgang, zum Dosieren, zum Abdrehen der Maschine, alles über den Isobus, voll Isobus-kompatibel. Sie sind im Bereich Isobus ja auch von der DLG ausgezeichnet worden. Vielleicht noch kurz zum Schluss, für welche Bereiche dort? Wir haben 2 Silbermedaillen bekommen in diesem Jahr von der DLG. Einmal für unseren Isomatch Simulator und für unseren Isomatch in Demo-Stick. Mit diesem Isomatch in Demo-Stick können wir die komplette Maschinensoftware einer Maschine auf einem so kleinen Stick zusammenfassen. Mit dem Isomatch Simulator sind wir in der Lage, eine Maschinensoftware, ein ganzes Training zum Thema Isobus auf dem Rechner darzustellen. Ja, Smart Farming, ein großes Thema hier bei Querneland auf dem Stand, auf der Agritechnica. Ich kann nur alle einladen, hier einmal auf der Standfläche vorbeizuschauen.